Zurück in die Höhle, jetzt die große Runde, bis ans Ende, wenn es klappt. So, dann wollen wir mal mit dem Spaß beginnen. Ach, Scheiße. Will ich das überhaupt? Es geht! Was sagst du in deinem jugendlichen... Ich bin immer zu überreden. Das ist, wenn man auf Arbeitskollegen hört. Das ist erwiesen, dass Höhlenbefahrer Hüftbauch- und Rumpfmuskulatur haben. Eine sehr ausgeprägte Tiefmuskulatur. So, dann gehe ich noch ein bisschen weiter. Dann kann man alles machen. Der alte ursprüngliche Gang, wir sind nach vorne ein Stückchen weiter und dann kamen wir hier raus. Und dann fiel das, haben wir das hier irgendwann mal von oben runtergeschmissen, mit normalen Split. Dann haben sie gemerkt, oh, das ist ja ein Hohlraum. Dann haben sie noch mehr und haben sie dickere Steine reingeschmissen, dass es verkalkt wurde. Und oben drüber ist jetzt die Wiese mit den, wo die Ziegen drauf sind. Ah, okay. Okay. Wie viele Meter sind das jetzt über uns circa? Ja, das ist, wir haben immer so einen Schnitt zwischen 3,5 bis 6 Meter. Guck mal ein bisschen, da geht's gleich weiter. Da geht's gleich mit den Füßen zuerst auf den Popo. Nicht direkt auf den Rücken legen, weil dann gibt es eine schöne Wirbelsäulenmassage wegen dem Stein. Das ist aber nicht lang, dann können wir auch da wieder aufrecht. Sind die anderen schon wieder durch? Die kommen hinter mir. Die sind auf dem Weg. Also alle durch die Engstelle durch? Ja, okay. Fast. Ja. Wow. Ja, ja. Durch. Jetzt mal ganz doof gefragt, müssen wir hier durch auch wieder zurück? Ja, gut. Zurück ist einfacher. Weil dann willst du mich nur noch raus. So, dann. Was mache ich hier eigentlich? Hier kann man. Ja, gut. Rutsch. Befinden wir uns jetzt in den sogenannten Canyon. Peter, das ist dies, ja, eigentlich wie so ein Canyon, der im Herbst und Winter auch mit Fledermäusen bestückt ist. Nicht allzu viel, aber die Sortenvielfalt oder die Artenvielfalt, wir haben bis teilweise 4 verschiedene Arten an Fledermäusen drin. Aber nach den Namen dürft ihr mich nicht fragen, da habe ich keine Ahnung von. Schon gar nicht die lateinischen. Kommen die ja wohl alle durch diesen Eingang? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass, ja, vielleicht haben wir irgendwelche Spalten, aber das Haupt kommt durch den Eingang. Deswegen haben wir da auch die dicken Gitterstäbe gelassen. Und nicht komplett zugemacht. Ganz genau. Mhm. So, hier haben wir einen kleinen Versprung, wo wir hoch müssen. Ja, da macht man einen großen Schritt darauf. Und man verkeilt sich hier so ein bisschen. Und geht dann auf. Danach geht es wieder in den kleinen Schlupf.
Also wie gesagt, runter ist gleich einfach. Runter geht immer vorne. Du machst dich schneller als man will. Jetzt kommt die Gazelle oder wer ist das große Grundtier mit dem langen Rüssel? Hallo um? Nein, noch nicht. Gut. Naja, und soll uns so fortbewegt, wie er dich fortbewegt. Das funktioniert ganz gut. Irgendwie was von Gollum, wie man sich hier so durchbewegt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dass ich, wenn ich mir Horrorfilme angucke, dass die in Höhlen spielen. Es gibt einen Horrorfilm in der Höhle mit so vier so Frauen in Kanada. Die gehen in die Höhle rein, dann sehen sie auch über die alten Beschläge und darin leben Menschen schon seit Jahrhunderten. Keine Hautfarbe mehr, quasi wie so ein Albino. Und ernähren sich auch nur von dem, was von oben runterfällt. Und in dem Fall waren es halt vier Frauen, die Höhle befahren wollten. Zauberhaft. Hat sich keiner von überlegt. Also wenn man sich den vorher anguckt, geht man hier garantiert nicht mehr rein. Und hier hört der Höhlenteil auf, der durch Wasser geformt worden ist. Wir kommen jetzt schon in die sogenannte Verbruchhöhle. Ist natürlich risikobehaftet mit Steinen von oben. Aber ich schluffe jetzt hier schon seit 5 Jahren rum. Und ich habe bis jetzt noch nichts von den Steinen auf den Kopf gekriegt. Alle Rechten verkeilt. Wir kommen gleich noch zu sogenannten Sinterfahnen, die sich schön hier an den Felsen lang hangeln. Das ist jetzt schon ein Teil von der Sinterwand. Wenn es geht, bitte die Sinterfahnen nicht anfassen, weil wenn man die anpackt, durch das Fett wachsen die dort nicht weiter. Das wäre dann. Wir haben ja Handschuhe. Nicht so toll. Trotzdem wahrscheinlich. So, das ist der Kamelpuckel. Das hat also jeder schon drauf gesetzt. Solange man sich nicht gleich einmal irgendwo umdreht und auf einmal ist da einer. Irgend so eine Fratze, die einen anguckt. Ja, das müssen wir noch alles tun. Ein kleines, dezentes Buch. Ich meine, das ist ja nicht das Problem. Also ich sag mal so, wenn hier gleich so ein Typ mit Eishockey-Maske und Baseballschläger steht, keine Probleme, aber wehe, steht ein kleines Mädchen im weißen Kleid vor mir, dann hau ich ab. Ah, scheiße. Ich hab grad ein bisschen. So, gut. Ich hatte mich gerade verkeilt. Ein Stalagmiten haben wir hier. Das sieht man hier gleich in der Spalte. Auf eurer rechten Seite, wenn ihr hier hochkommt. Krank, ein eleganter Mann. Also, du siehst schon mal auf dem richtigen Weg aus. Muss aufpassen, dass es gleich so einen ziemlich fiesen Felsvorsprung im Rücken nicht. So. Alles gut? Ja. Ich hatte mich nur verkeilt und muss dann erstmal wieder. Ob sich das runde Schwein durch das eckige Loch schieben kann. Den Kamelpuckel hat jeder lieb. Wenn ihr gleich hier reinguckt, seht da oben in der Ecke ein Stalagmit. Nicht groß, nicht sehenswert, aber er ist da. Hier ist einer hier. Warte, Entschuldigung, macht nix. Ich dachte Bescheid, wo es den hergibt. Ja.
würde mir dauern. Wo ist der? Ach, da! Alter, da ist der. Oh, mal ein bisschen Licht. So, jetzt wird es eng. Jetzt wird es etwas länger eng. Ich sehe so von 2,5 Metern. Also ja, wie ich hatte eine Größe, sagen wir so von 50 mal 60 cm. Das Loch groß. Ihr müsst hier nicht durchsprinten, was eh nicht funktioniert. Lasst euch bitte Zeit dabei und wenn es gar nicht mehr geht, bitte früh genug aufhören und wieder zurückgehen. Das bringt dann sonst nichts. Um noch besser Laune zu kriegen, hier habt ihr eine Sinterfahne mit gleichzeitiger Versinterung der Wand des Felsens. Das ist noch eine kleine und als Belohnung nach diesem Schluff gibt es noch eine etwas größere Sinterwand und ein paar Knochenreste von dem Vorgänger von euch. Und dann passt das. Bitte erst nachkriechen, wenn ihr die Füße von eurem Vordermann nicht mehr seht. Damit erstmal lang machen. Ach, da oben geht's lang. Jetzt hier funktionieren. Hinter dir kannst du treten und ich werde hinten irgendwie hochstützen. Oder nicht? Ja, also ich bin ehrlicherweise froh, dass ich schon mal eine Weile geklettert habe, weil da doch ziemlich viele Bewegungsabläufe sehr ähnlich sind. Die Armkoordination und die Beine. Die Kraft in den Arm auch schon mal. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich 12 Kilo abgenommen habe. Jetzt kannst du den Nächsten rufen. Der Nächste, bitte! Ah. Ja, danke. So, dann kriege ich jetzt schon mal langsam vor. Dann bitte den Nachfolgenden eben sagen, wie ich runtergegangen bin. Mit den Füßen zuerst, quasi Bauchlage. Ich stehe jetzt hier auf dem Podest. Ja, okay. Danach geht es aber nochmal ungefähr 1,5 Meter tiefer runter. Es ist aber immer ein Podest da. Ich bleibe auch so lange hinter euch, beziehungsweise vor euch, bis man unten ist. Und das macht ihr dann bitte auch mit den Nachfolgenden. Ja. Als ja da in der Luft schwebt mit den Füßen, denen zu sagen, so hast du noch einen halben Meter oder 30 Zentimeter, das ist dann ein bisschen angenehmer. Okay. Gut, dann gehe ich schon mal langsam vor. Aber ja. Man kann sich auch noch schön auf das Podest knien. Sieht's aber gemütlich hier. Man kann sich sogar noch hinsetzen. Das heißt, dann nicht reinfallen. Ja, genau.
René, bist du sicher unten? Ich bin auf dem Plateau. Gut. Dann kletter ich schon mal rein, ne? Okay. So. War das ab dem Plateau jetzt Bauchlage oder Rückenlage besser? Auf dem Plateau kannst du dich auf den Popo setzen und dann runtergehen. Okay. Abstützen mit den Händen seitlich und dann bist du gleich schon unten. Anfangen zu springen. Nun. Dahinter ist ein Spalt, 1,5 Meter tief, da musst du drüber. Oh. Aber bis jetzt auch kein Problem. Ups! Also hier vorne rüber klettern. Hier sind auch genug Steine zum Abstützen. Ich habe mich drauf gesetzt. Mit den Füßen bin ich da lange lang gelaufen und habe mich dann hier schön abgestützt. Oh. Hältst du mal bitte? Ja. Achso, und das Loch sollte ich nach Möglichkeit nicht rein. Genau, und das sollte ich nach Möglichkeit nicht ranfallen. Okay. Das sollte ich hinkriegen. So. Kann der nächste? Ja! Ja. Die sind da Wand. Weil also da beim Drehen ein aufpassen. Das ist, stelle ich mal fest. Bitte? Seitlich mit den Händen ein bisschen abstützen und dann ein bisschen runtergleiten. So. Vorsicht hier, praktisch genau hinter mir. Ist ein Loch, da sollte man Möglichkeit nicht reinfallen. Okay. Einfach noch ein bisschen links bleiben, da kommt man eigentlich gut durch. So, wie gehe ich jetzt weiter? Einfach da oben hinsetzen. Da ist auch die große Sinterwand. Okay. Sieht auch hübsch aus. Direkt unter deiner Hand sind die Was? Knochen? Knochen noch, ja. Hier, ist auch eine, hier sind auch schöne Sinterfahnen, da musst du aufpassen mit deinem Kopf. Mhm. Und wenn ich, wir haben jetzt für die, gleich für die 200 Meter hin und zurück immer Stunde 20, Stunde 30 gebraucht. Und wenn wir in die Simonhöhle einfahren, die hat eine Länge von 850, 900 Meter. So lang ist die? Ja, und da ist man dann, wir waren letztes Mal fast 6 Stunden drin. Mit 5 Leuten. Und jede Person, die mehr mitgeht, eine halbe Stunde länger. Wow. Also damit, also 5 Leute, maximal 6 Leute, ist das schon, schon grenzwertig. Und da sind diese Gänge, die da vorne gerade gegangen sind, solche kleinen Gänge gibt es da halt nicht. Da gibt es 3 große Schlüsse, wo man durch muss. Die Hallen selber sind recht groß. Man kann auch durch so einen Canyon gehen, richtig aufrecht. Aber die 3 Schluffs, die haben es in sich, so 3,5 Meter Länge. Also 15 bis 20 Minuten braucht man dafür pro Schluff. Und die muss man auch nachher wieder zurückgehen. Die muss man auch nachher wieder zurückgehen, ja. Du Scheiße. Also das ist wirklich, du kriegst da dann auf dem Rückweg dann rein, du musst dich dann versuchen, deine Arme irgendwie hochzukriegen und ziehst dich dann erst mit dem ersten Arm hoch. Was dann da später hier im Bizepsbereich alles grün und blau. Also das ist schon eine Hausnummer. Und Wasser drin in den Schluff halt, ne? Muss man die voll leer schöpfen oder Luft anhalten? Ja, bevor man durch den ersten Schluff reingeht, muss man erstmal mit der Schöpfkette alles rausschöpfen, weil sonst haust du mit dem Kopf hinten drauf und die Nase ist aber schon im Wasser. Also da hast du nicht viel Platz, da ist wirklich. Zauber. Das ist wirklich eng. Und da lag mal ein Geocache. Das ist schon nicht ohne. Die sind alle miteinander verbunden, die Höhlen, ne? Ja, manche behaupten, dass man vom hohen Stein, wenn man den großen Stein in der Höhle wegrollen würde, dass man dann bis nach Karnat runterkriechen könnte, aber das ist alles, da gibt's nicht. Ach so, da sind die Knochen. Ja, dann, wenn man sich das vorstellt, da kommen Mineralienjäger hier rein und die klauen das dann. Die sitzen hier tagelang, die sitzen wochenlang in so einer Höhle drin und kaufen und klauen das und verkaufen das dann. Und da gibt es immer solche Vollidioten. Ja, die das dann auch kaufen für teuer. Die auch bei uns, es gibt überall solche Folien.
dem Bereich. Da gehen wir jetzt nicht weiter. Ist ein bisschen zu gefährlich. So eine Verbruchszone, wo auch gesprengt worden ist. Wir treten jetzt hier da oben, das sieht so geordnet den Rückzug an. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich draußen bin. Das ist der Knochen. Ja, die Höhlenbegehung bzw. Befahrung ist vorbei. Ich bin jetzt hier an einem der örtlichen Flüsse und weichen erstmal die gesamte Ausrüstung durch. Und ich muss nochmal sagen, dass heute war eigentlich nur ein Ausnahmefall, dass man diese Höhle begehen durfte. Normal kommt man da nicht rein. Die ist komplett abgesperrt. Das ist direkt auf einem Privatgrundstück. Da ist direkt ein Wohnhaus daneben. Genau aus dem Grund durfte ich auch den Namen und den Ort dieser Höhle nennen. Weil normalerweise, zum Beispiel bei Lost Places, verrät man ja nicht, wo man jetzt gerade ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Für mich war es auf jeden Fall mal eine Erfahrung. Ich habe zumindest festgestellt, dass ich jetzt erstmal unter solchen Bedingungen keine Probleme mit dem Platz kriege, also Platzangst oder sowas. Aber naja, man weiß ja nie. In dem Sinne, macht's gut.